Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Auf den letzten Drücker. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Und ich wäre wirklich nie drauf gekommen. Anstatt dass wir jetzt hier erstmal Plattformen aus dem Wasser hochfahren lassen müssen, gehen wir einfach hier nochmal in die Ecke, weil wir von hier aus das zerschießen können. Es kann so einfach sein, wenn man nur will, ne? Erfinderisch muss man sein. Also das, was ich nicht bin. Aber nein, erfinderisch bin ich schon. Aber nicht so. Na wirklich, ne? Das kann so einfach sein. Und hier ist ein schöner Schalter. Was machst du denn? Ventilator ausschalten? Wahrscheinlich, ne? Oder jetzt die Plattform halt hochfahren. Auch okay. Hauptsache irgendwas Sinnvolles. Ich meine, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nur die nette Möglichkeit, nochmal Luft zu holen, auch wenn das hier überhaupt nicht nötig ist. Okay. Ich weiß noch, auch bei mir ist es ein einziges Mal vorgekommen, dass ich auf den letzten Drücker noch ein Geschenk holen musste. Das war richtig schön. Dann bin ich sozusagen am Heiligmorgen dann noch in die Stadt. Und das war so schön. Weißt du, die Geschäfte haben ja dann nur bis 12 Uhr geöffnet. Aber es war richtig schöne Weihnachtsstimmung. Ich bin dann in so einen, in den Laden Nanunana gegangen. Da gibt es halt immer so schöne verschiedene Sachen. Und alle waren so schon in Weihnachtsstimmung. Überall nur fröhliche Weihnachten, fröhliche Weihnachten. Und guten Rutsch und sowas, ne? Das war eine richtig schöne Stimmung einfach und Atmosphäre. Das war richtig, richtig klasse. Ja, okay, hier muss ich dann wohl doch den Revolver auch nochmal nehmen. Wo gehe ich denn mal zuerst hin? Ich könnte ja auch dahin zuerst gehen. Wenn da überhaupt was ist. Nee, hier ist gar nichts. Achso, von hier hätte ich das einfach nur dann auch normal zerschießen können wahrscheinlich, ne? Ja, okay, aber ist ja unnötig. Ne, geht ja auch so. Wenn jetzt auf einmal eine Kugel hinter mir wäre, ne? Das wäre nicht so nett, aber... Nein, was sollte hier auch eine Kugel machen? Mäuschen. Beziehungsweise... Ja, Lara, schieß doch erstmal auf den Gegner, der vor dir ist, ne? Das wäre ratsam, aber nein... Scheiße, jetzt werde ich hier weggetrieben. Na endlich. Oh, da ist ja sogar noch was, wo ich reintauchen kann. Hurra. Dann schauen wir uns das doch erstmal in Ruhe an. Huch! What the fuck? Wieso habe ich auf einmal kein Bild mehr? Das ist selten. Und komisch und ungewöhnlich. Es geht gerade gar nichts mehr. Kurzer Cut, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einfach mal die Ratte am Leben gelassen. Also ich habe keine Ahnung, was das Spiel gerade für einen spastischen Anfall hatte. Aber es ging wirklich auch gar nichts mehr. Ich bin irgendwie aus dem Spiel noch teilweise rausgekommen. Da war alles in verzerrten Farben und Bildern. Das war irgendwie also sowas von creepy. Dass ich dafür schon echt keine Worte mehr habe. Das war richtig gruselig. Hier ist ja schon das Geld. Cool, wir können das Spiel ja dann beenden. Das Custom Level schon, das war's. Wer hätte das gedacht? Ha. Okay, aber das will ich ja eigentlich noch gar nicht. Aber klar, ich meine, das kann man natürlich machen.
Aber ich wollte mich noch in der Kanalisation auf der anderen Seite umsehen. Das werde ich auch tun. Aber das ist ja dann doch überraschend schnell vorbeigegangen. Und dann, wie gesagt, bin ich ja gespannt, ob es diesmal auch klappt. Weil letztes Mal habe ich der Verkäuferin halt das Geld gegeben. Und es ist einfach mal gar nichts passiert. Das Tor ist nicht aufgegangen und da dachte ich dann auch so von wegen, ja schön. Ich möchte mein Geld zurück oder jetzt mein Geschenk endlich haben, was ich doch kaufen wollte. Ich speichere mal nochmal. Hä, wieso? Wieso seid ihr wieder am Leben? Ich habe euch doch schon beide gekillt eben. Das ist ja jetzt mal sehr seltsam. Oh, du scheiß Strömung, wie weit reichst du denn? Ist ja echt ätzend. Okay, aber hier ist auch echt irgendwie gar nichts. Laden. Okay, das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, das ist besser. Geld habe ich ja jetzt, ne? Ja. Money, money, money. Must be funny. In the Watchman's world. Money, money, money. Always sunny. In the Watchman's world. So, Verkäuferin, bitte gib mir jetzt auch mein Geschenk. Weil wäre doof, wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert. Dann muss ich es irgendwie reinschneiden. Hallo. Bitteschön. Seriously. Also das Spiel scheint allgemein irgendwie verbuggt zu sein. Mal ganz ehrlich, ich will mein Geld zurück. Guck mal hier, ich mach deine Fenster kaputt. Ich mach deinen ganzen Laden jetzt zunichte. Ey. Ich bin so sauer auf dich. Ich kann die Tigerente hier auch mitnehmen. Ich kann diese Teddys mitnehmen mit dem Ball inklusive. Weißt du, das macht dir nichts aus, wenn ich deine Fenster zerdepperin. Aber sobald ich zu dir rüber will, dann... Oh, ist ein Überfall. Zur Hilfe, Hilfe. Du bist eine Tröte. Eine Pfeife bist du. Ich will da rein. Aber okay, also... Ich kann es euch noch reinschneiden, wenn ich es nochmal finde, so ein Walkthrough, weil ich habe gerade eben, um zu wissen, wie es weitergeht, bei einem Spanier oder sowas eben, in sein Let's Play davon reingeschaut. Aber an sich passiert halt auch nichts mehr, ne? Also das Tor geht dann halt eigentlich auf, eigentlich. Und Lara nimmt sich den Teddy, vielleicht kommt noch ein kleines Musikstück so, la 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 oder so, kein Plan. Und sobald man den Teddy aufhebt, ist man halt auch wieder im Hauptmenü, da kommt nicht noch eine Filmsequenz oder sonst irgendwas, also... Das Spiel ist dann einfach aus. Das Spiel war dann doch unspektakulärer, als ich es in Erinnerung hatte. Aber egal, wir haben das jetzt hier soweit. Und ja, wie gesagt, vielleicht schneidet es euch noch rein oder halt auch nicht. An sich ist es ja ganz nett, ne? Ich meine, kann man sich mal gönnen zur Weihnachtszeit. Muss aber auch nicht sein, allein schon wegen diesen LED-Brunnen und sowas. Also es ist ganz klar eins der ersten Custom-Levels, was entstanden sein muss. Das sieht man halt daran, dass was hier gemacht wurde. Und das ist ja nicht viel. Aber egal. Ja, wie gesagt, ich wünsche euch dann noch eine schöne Weihnachtszeit. Schon mal ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest. Und wir sehen uns garantiert nochmal vor Silvester wieder bei meinem Jahresrückblick. Ja, was soll ich sonst noch sagen, ne? Ich hätte sonst Lust, noch ein Custom-Level zu machen, aber es macht wenig Sinn, weil... Das schaffe ich sonst garantiert nicht mehr rechtzeitig hochzuladen. Ja, ne? That's it. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kleinen Projekt. Auch wie gesagt, wenn es jetzt nicht so spektakulär war, aber egal.
Ja, wäre ja wirklich auch noch interessant, ob es doch eine Möglichkeit gibt, zu dieser Tür zu kommen, wo ich ja noch hin wollte, ne? Bei diesem Zielfernrohr, wo ich das auch gefunden habe, weil das ist ja auch sehr seltsam. Aber sei es drum, ne? Ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben das Spiel eigentlich durchgespielt, es will nur nicht beendet werden können von uns, weil Käsebrötchen. Und, ja. Ich sag dann einfach mal bis zu meinem nächsten Video. Oder meine nächsten Videos, keine Ahnung. Habt Spaß, genießt den Tag und die nächsten Tage. Und ja, bis dahin macht's gut und ciao. Guten Tag, werte Dame. Möchten Sie etwas kaufen? Stellen Sie sich dazu an die Kasse. Vielen Dank. Suchen Sie sich im Zimmer nebenan etwas aus. Ah, vale, le damos el dinero a la otra Lara.